Servus und herzlich willkommen zum fünften Saisonreis hier von der Division 2. Heute fahren Sie hier in Monaco. Ich bin der DWP-Killer und an meiner Seite ist der Tulfinator-F1. Hallo. Da geht's direkt los. Da geht's los, die ersten fahren raus in Monaco. Jetzt wer holt sich die Pole, die wichtigste Pole des Jahres. Natürlich. So, Detailbeste, alles einstellen hier, haben wir. So, wer sind zuerst ausgefahren, weißt du das? Ja, ich glaube ein Toro Rosso. Der NSTI will, das könnte sein, dass er zuerst rausgefahren ist, aber ich werde natürlich nochmal nachgucken. Ja, der ist... Ja, NSC Evil ist der Erste auf der Strecke, der sich hier mit den superweichen Slicks versuchen wird zu qualifizieren vorerst mal oder sich erstmal nur einfahren. Mal schauen. Ich sag, die Polezeit kann eine 1.91 oder so. Ja, würde ich auch ich mal so sagen. Ich denke, 1.01 wird Vollzeit. Ungefähr. Ja. So, er geht auf die erste schnelle Runde hier. Der NST Evil, der das, wo war nochmal das letzte Rennen? Das letzte Rennen war in Spanien. Ja. Das hat er ja gewonnen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Der Sieger also vom letzten Rennen. War das der Sieger? Da gucken wir nochmal schnell nach. Ja. Wer denn sonst? Mir fällt da kein anderer ein, der das letzte Rennen gewonnen haben könnte. Also ich denke, es war NSC Evil. Ja, ich auch. Sind wir uns auch einig? Ausnahmsweise, ja. 14 Leute fahren halt mit. Ja. Hier ist es wohl besser, dass weniger Leute mitfahren, als dass viele Leute mitfahren. Echt? Müssen halt... Wird ja noch weniger überholt mit noch weniger Leuten. Oh ne, was? Ja, das war der erste. Weniger. Oh, das habe ich ja ganz übersehen. 1.98. 1.9er Zeit. Ja. Welchen Reifen ist denn der gefahren? Hyperweich. Und NSC Evil, seine Runde ist wohl ungültig. Und da ist ein Dreher in der Hafenschikane. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der rangiert darum, der Williams. Ich weiß nicht. War, glaube ich, Don Bullam müsste es sein. So, mal gucken. So, wer ist denn hier noch alles? Okay. So, NSC will es jetzt auch auf seiner schnellen, denke ich mal. Oh, guck mal, wir haben neue Bestzeit. 1.95. Von Iron Breakness. Ich glaube, die sind alle richtig motiviert. Jetzt hier in Monaco. Ja. Ja, sind wir uns ja einig. Ja. Schon wieder. Schon wieder, also anscheinend wird das ausnahmsweise zu selbstverständlich. Ja. Oh. Ist gerade gar nicht so viel los auf der Strecke, ne? Nee, also es sind relativ viele in der Box. NSD hat auch schon seine Zeit gesetzt auf Supersoft. Jetzt bin ich gar nicht drauf geachtet. Ja, stimmt, jetzt hier. Ja. Mocky auf Auslap. Hier ist auch ein neuer dabei, wenn ich das richtig sehe. Wer? Der zweite Renault-Fahrer. Neben Snapclub. Nils Schimm. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch Schimmel. Ja. Wie willst du denn sonst aussprechen? Nils Himmi. Nils Schimmel. Ja, irgendwie sowas.
Irgendwas davon wird sein. Der NSC Evil, der fährt aber viele Runden mit seinem super weichen Slick. Schoko Tobi ist neu. Oh. Ja. Also. Der ist auch außerdem neu hier in der Liga, ja. Und das war's mal für den Renault. Falsch rum, erstmal rangieren. Und warten, nicht blockieren und weiter geht's. Das war doch der, wer war denn das? Welcher Renault? Das war der neue. Den Fehler, den sehen wir, glaube ich, halt auch noch oft. Ich habe den vorhin auch schon gesehen bei einem anderen Renault-Pilot sogar. Oder auch wieder bei ihm. Da habe ich nicht gewusst, welcher das war. Wenn man das noch wüsste, das wäre dann super. Wir bleiben jetzt erstmal auf Schoko, Tobi. Oh, der Nilschirm ist nicht neu, so wie wir gerade durch den Live-Chat erfahren haben. So. Ja, aber ich habe den auch noch nicht mitfahren sehen, die ersten Rennen. Ich auch noch nicht, da kann es dann sein. Kann ja sein, dass ein Ersatzfahrer ist und heute dann mal zum Zug kommt. Oder dass er zeitlich nicht konnte, weil in den letzten Rennen haben wir auch immer nur den einen Renault gesehen und das war knapp. Stimmt, haben wir überhaupt schon mal einen zweiten Renault-Pilot gesehen? Bestimmt haben wir den schon mal gesehen und wir haben es vergessen. Da benutzen wir doch nochmal unsere Website. Da, für sowas ist sie da. Oh ja. Ja, also das ist der zweite Renault-Pilot, so wie ich es gerade sehe. Oh, dann ist er ja heute da. Ja, nur dass er die ersten, also die vier Rennen ausgesetzt hat. Hier ist auch immer ganz blöd, wenn man hier mal in den Verkehr kommt. Auf der schnellen Runde sehe ich hier gerade bei jemanden, der total blockiert wurde. Also Platz 11 bis Platz 14 müssen noch Zeit setzen. Und jetzt ist ja. Hier hat doch einer keinen Sprit mehr, der Mercedes, das kann nur einem Greatness sein, weil das heute der einzige Mercedes fährt. Auch direkt mal geradeaus in der harten Schikane, warum auch nicht? Ja, warum auch nicht? Und da stand schon wieder ein Renault quer. Und das war diesmal Snapcrab, der sich da versuchen musste zu drehen, ohne jemand zu unten. Und da ist einem Greatness rein. Boah, stimmt, ne? Der stand... Oh, da steht er immer noch! Boah, wie kommt der da jetzt weg? Der war Big Surprise in der Wand in Mirabeau. Und jetzt hat sich auch mal... Snapcrab gedreht. Endlich in die richtige Richtung. Ja, der hat sich wieder umgedreht. Einem Greatness, der da ganz, ganz langsam ist. Und da Snapcrab blockiert gerade einen Toro Rosso. Und das war Mocky. X-Blitz sitzt wieder. Guck mal, der hat eine schnellere Zeit gefahren. Ist momentan auf Pole. Mit Ultrasoft. Mit ultraweichen Slicks. 1,92, ich habe ja gesagt, Polzeit 1,91. Also entweder Marke Monaco oder er hat viel trainiert. Tja. Oder die anderen können es nicht. Jetzt kommt Duffy raus, der ja in Spanien ausgeschieden ist im Rennen. Ja, direkt am Start? Ne, in der Boxeneinfall war das so. Ja, genau. Da hat es ihn dann zerlegt. Ist doch hier eigentlich noch WM-Führender? Laut der Webseite schon. Nee. Laut der Webseite? Also, ich gucke einfach gleich. Nach dem Qualifying lese ich das dann nochmal vor. Ich hoffe, die ist aktualisiert. Ja, also momentan sind Don Buller und Duffy auf dem Gleichstand mit 50 Punkten. Jetzt wird hier gespoilert. Ja. Und Dilschmee, ja, schade. Jetzt nur wo? Ja, da müssen wir jetzt suchen.
Ja. Nee, kann man nicht sehen. Jetzt geht gleich Duffy auf die schnelle Runde mit ultraweichen Slicks. Sehr vorsichtig fährt er da. Und los geht's. Ah, sehr vorsichtig hier die erste Kurve. Wenn das die ganze Runde so wird, und wenn sie dann auch noch schnell wird, dann Respekt. Hier auch ein bisschen zu weit außen. Oh, da muss er leicht korrigieren. Wir sagen mal Lenkung aufmachen. Er ist ein vorsichtiger Fahrer, aber er ist schnell. Ja, der weiß ja jetzt, wenn er jetzt hier das Auto zerstört, muss er von hinten starten und das wäre ja richtig mies, weil er ist schnell genug, um hier von weit vorne zu starten und auch ins Ziel zu kommen. Aber hat auch, glaube ich, die Runde abgebrochen, hat er ist Modus 1. Hat wohl selber, oder vielleicht ist auch nur eine Vorsichtrunde, oder er hat selber gemerkt, dass es nichts war. Hier braucht man viel Selbstvertrauen. Ennis Siebel hat die Zeit, hat seine Zeit verbessert, ist jetzt 1,94. Eine Frage von DL Charlie, heute weniger als 10 ins Ziel. Was schätzt du? Nee. Also. Für 11, sag ich. 11? Ja, ich bin ja immer ein bisschen optimistischer. Ja. Diese Runde sieht auch nicht ganz optimal aus von Duffy. Oh, und ein Williams hinter ihm. Und das müsste Basti Haas sein. Ja, der hat ja auch gerade schön verlangsamt, der Duffy. In der letzten Kurve, da ist er aufgelaufen, habe ich gehört. Wenn der jetzt blockiert wird, der Williams, das wäre natürlich nicht so optimal. Jetzt durch die letzte Kurve. Beide genau hintereinander. Das bedeutet, dass sie bekommen Windschatten. Ja. Und er macht die schnellste Runde mit dem Verkehr. Und Duffy nur auf 7. Mocky ist weg. Ja. Wir haben auch wieder hier die zwei, die oft kämpfen. Das ist Explicit und NSC Evil. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, was Duffy macht. Der ist ja, sein Anspruch ist ja bestimmt nicht hier vom Platz 7 zu starten. Vor allem, weil man hier auch schlecht überholen kann. Also, es wird schwierig werden. Sehr schwierig. Ja, also. Da ist weit vorne und vielleicht hat er ja Glück und einer da vorne fährt 2-Stop. Aber ich glaube, Duffy fährt nochmal raus. Ich weiß aber nicht, auf welchen Reifen. Ganz schön abgekürzt. Echt? Ja, der ist, ich weiß nicht, nennt man die Hafenschikane da? Ich weiß es jetzt nicht genau. Das ist je nach dem Tunnel. Genau, da ist er geradeaus durch. Kann man mal machen. Geht jetzt auch an die Box, also müssen wir uns einen anderen Zeitfahrer, jemand, der eine Zeit fährt. Ennis Siebel hat sich nochmal verbessert. 1,92 jetzt und nur 200stel hinter Explicit. Das ist natürlich schade. Und Roms. Und I'm Greatness touchiert die Wand. Ja, touchiert? Ja, also. Das war wohl ein bisschen mehr als touchiert. Don Buller versucht seine Zeit auf Ultrasoft jetzt. Und Roms! Ja, das war wohl mehr als zu schief. Nicht so gut. Das außerdem, der hat gedacht, das Heck bricht aus, hatten zuvor, ja, auch einfach geradeaus, warum auch nicht, hat auch zu hastig den korrigiert.
Ja. Und dann, bevor das Hack noch überhaupt ausgebrochen ist, hat das so ein bisschen geahnt, dass Hack ausbricht, aber war nicht so. Und dann hat er in die Wand gelenkt. Sah blöd aus. XPC ist jetzt auch auf einer schnellen. Sein Teamkollege ist halt doch, sein Teamkollege ist noch in der Box. Sein Teamkollege ist 12. nur. Ja, also Nox, explizit NSC Evil und Mocky sind von Bahrain eigentlich alle hintereinander gefahren. Da war ja das große Battle. Ja. Wo auch, wo wir auch gesehen haben, wie vorsichtig Mocky fährt, auch bei Überholmanövern. Naja. Ja. Die sind heute ziemlich viel verteilt. Sind verteilt und Duffy hat aufgegeben. Für Duffy wird's nichts mehr mit der Verbesserung. Der muss jetzt höchstens hoffen, dass sich hinter ihm nicht noch wer verbessert. In der letzten Kurve hat er sich zerlegt, oder? Hier ist auf jeden Fall gelb. Das habe ich nicht gesehen. Und XPZIT mit einer neuen schnellsten Zeit auf Hyperweich. 1,90. Und der fährt eine 1,92 mit Ultraweich. Und nur 2 Zehntel schneller mit Hyperweich. DLL Charlie schreibt wieder: Hafenschikane scheint optimal für die Division 2 zu sein. Mit einem Lachsmiley. Ja. Mal gucken, wer das auch gleich im Rennen macht. Wer da auch einfach sagt, überhaupt. Einfach mal geradeaus. Was das ist das, jetzt auch wieder die Pole zu holen? Boah, der fährt so aggressiv, wenn ich das schon wieder sehe. Der schmeißt wieder alles hier in die Waagschale. Also auch wenn man von Position 2 startet und einen besseren Start erwischt. Und so quer steht am Ausgang der Kurve. Ja, also wenn man einen guten Start erwischt, kann man dann auch am Anfang eine Position gewinnen. Oh Gott, brecht die Runde ab. Ja, er bricht die Runde ab. Hoffentlich, ja. Und, boah. Fährt er denn nochmal eine schnelle? 2 schnelle Runden mit Hyperweich sind nicht so smart. Aber jetzt schlägt das schon wieder auf 5. Wir haben Kuni. Servus. Oh, und da hat sich einer zerlegt und das ist Schoko Tobi. Ja, der hat sich zerlegt. Wo denn? Oh Gott! Hafenschikane. Alter! Der ist geghostet in dem Sinne. Ja. Glück dafür alle. NST Evil hat probiert, glaube ich, eine schnelle Runde zu fahren. Hat aber seine ES wieder runtergestellt, also. Namen Flo. Abend. I'm Greatness. Auf Platz 2 jetzt. Auch mit Hyperweich. Wir bleiben auf Bassi. Mal gucken, was er macht. Er versucht ja nochmal zu fahren. Oder was er nicht macht. Oh Gott, der kommt, glaube ich, gleich in Verkehr am Ende. Boah, der fährt so aggressiv hier quer stehen. Oh, ja. Überall. Oh. Da in die Wand. Gelb. Hier ist gelb, da steht ein Renault und wieder quer gestanden, mit dem Hinterrad leicht angeschlagen. Und das war's. Ja, da war zu schnell in der Kurve. Und das war's mit der Zeit. Und das ist nur Position 3. So, Snapdra ist der einzige. Ne, das war's. Die Startaufstellung steht fest. Habe ich mich ein bisschen verschätzt? Ja, Flo, ich kommentiere jetzt hier die Division 2, die komplette Saison, mit dem Herrn Wulfinator. Ja. Habe ich mich mit meinem Pole-Tipp um